Ja, ich freue mich, heute in diesem Gebäude sprechen zu dürfen. Meine Verbindung zu diesem Gebäude stellt sich über das her, was Herr Spohn gerade gesagt hat. Ich bin im Jahre 2007 mit 15 Studierenden der Kulturwissenschaften nach New York geflogen, um erste Ideen gemeinsam mit Daniel Liebeskind zu entwickeln. Sie sehen ein erstes Bild aus dieser damaligen Zeit. Herr Liebeskind ist Ihnen mittlerweile ja sicher schon bekannt. Wir sind mit bestimmten Bildern im Kopf dorthin geflogen, da wir uns mit der Vorgeschichte dieser Gebäude beschäftigt haben. Und alle Studierenden waren eigentlich der gleichen Meinung, es bedürfe einer Intervention in diesen Komplex, der im Jahre 35 und 36 von den Nationalsozialisten gebaut wurde. Wir hatten bestimmte Bilder im Kopf, die will ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Etwa dieses Bild von unseren Historikern, der Auftritt von Adolf Hitler 1932 am MTV-Platz, hier ein paar hundert Meter von der Universität entfernt. Sein Publikum, damals 20.000 Personen, ungefähr so viele, wie diese Stadt insgesamt hatte. Wir hatten die Bilder im Kopf vom Bau dieser Kaserne in den Jahren 35 und 36. Wir hatten die Bilder im Kopf vom Einmarsch der Soldaten in diese Kaserne im Jahre 1936, das Infanterieregiment 47 auf der damaligen Adolf-Hitler-Straße, heute Lindenstraße, der Bau, dieser Eckbau, das MTV-Haus, das existiert heute nicht mehr. Die Begrüßung dieser Soldaten am Sande und vor dem Hintergrund war es das Hauptinteresse der Studierenden, die dabei waren, in diesen Komplex zu intervenieren. Dazu gebe ich zwei Beispiele. Ein erstes Beispiel sehen Sie hier. Wir haben zunächst zweidimensional gezeichnet und anschließend dreidimensionale Modelle gebaut nach der Logik des Divergent Thinking. Sie sehen die Idee der Intervention in diesen Komplex. Sie sehen ein zweites Beispiel ganz anders, aber die Idee einer Intervention war genau die gleiche. Ich möchte nun noch ein paar Worte verlieren über Lüneburg und seine Wehrmachtsgeschichte beziehungsweise die Wehrmachtseinheiten, die hier stationiert waren und die von hier aus in die Welt ausgeschwärmt sind. Als wir im Jahre 2007 nach New York aufbrachen, war uns eigentlich nur bekannt, dass hier die Infanteriedivision 47, das Regiment, eingezogen war. Uns war auch bekannt, dass diese Einheiten Holland überfallen haben, also 1940 war das, dass sie auf der Krim waren, in Griechenland, insbesondere in Kreta, und dass sie sich dann über den Balkan zurückgezogen haben und letztlich in Österreich aufgegeben haben im Jahre 45. Was wir nicht im Blickfeld hatten damals, war das sogenannte Löwengeschwader, das war die Luftwaffe, die etwas später hier eintraf. Löwengeschwader deshalb, weil der Welfenherzog Heinrich der Löwe eine wesentliche Rolle in der Geschichte von Lüneburg spielt. Er hat ja die damals bedeutendere Stadt Badowick zerstört und vernichtet und hat in dieser Stadt zur Demonstration seiner Stärke ein Zeichen kultureller Gewalt implementiert, diesen Löwen, der die Zunge herausstreckt. Und dieser Löwe wurde zum taktischen Emblem, beziehungsweise könnte man heute sagen, zum Logo dieses Luftwaffengeschwaders. Sie sehen hier ein Foto, das wir kürzlich aufgenommen haben. Ich war mit einem Seminar in der heutigen Bundeswehrkaserne. Vorne sehen Sie ein Denkmal für diese Luftwaffeneinheit, hinten ein Tor und über diesem Tor sehen Sie den Löwen als Symbol, der Grund, warum diese Einheit als Löwengeschwader bezeichnet wurde. Diese Einheit traf 1934 am Sande ein und diese Einheit wurde quasi von den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs an in Polen eingesetzt, und zwar vom Flieger Horst Gabbert, heute ein Ort in Polen. So sahen in etwa diese Staffeln der Gruppen aus.
Und was wir im Seminar in diesem Semester herausgefunden haben, was uns damals überhaupt nicht gewusst gewesen ist, war, dass niemand anderes als die Gruppe 2, die in Lüneburg stationiert war, Polen bombardiert hat, und zwar die Stadt Lodz. Und wenn Sie sich mit Daniel Liebeskind mal beschäftigt haben, werden Sie vielleicht wissen, dass Daniel Liebeskind wenige Jahre später dort geboren worden ist. Wir kamen da mehr oder weniger zufällig dahinter. Also ich habe alles Mögliche gelesen, damals auch Bücher und Zeitschriften, die heißt zum Beispiel Aviation History. Und da fand ich einen Artikel namens Löwengeschwaders Big Bang. Ja, und in diesem Artikel war zu lesen, dass beim Versuch, Gabbard anzufliegen, am 4. September 1939, also an den ersten Tagen des Krieges, sich eine dieser Staffeln selbst eliminiert hat, weil sie so ungeschickt mit den Bomben umgegangen sind. Also insofern ist diese Staffel auch quasi in die Geschichte der Fliegerei eingegangen, aufgrund dieses kuriosen Versuches oder nicht Versuches, dieser grandiosen Strategie des Scheiterns in Form von Selbsteliminierung, nämlich auf dem Versuch, die Stadt Lodz zu bombardieren. Was wir damals auch nicht wussten, was uns nicht bekannt war, und das hängt nun ein wenig auch zusammen mit der Geschichte dieser Stadt und wie sie mit ihrer Geschichte umgeht, das war, dass es hier noch eine zweite Infanterieeinheit gegeben hat, die im Jahre 1940 hier aufgestellt wurde, im Dezember, und zwar für das Unternehmen Barbarossa, die Tarnbezeichnung für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und gegen das, was man heute auch als Ostfeldzug bezeichnet. Uns war auch nicht bekannt, dass mitten der Stadt Lüneburg, zentrumsnahe, im Jahre 1960 ein Denkmal errichtet wurde für diese Einheit, unterstützt durch die Stadt Lüneburg und finanziert sogar teilweise durch die Stadt. Diese Einheit ist auch als Wikinger-Division bekannt. Sie sehen hier wiederum das taktische Zeichen, bewusst ein Wikinger-Schiff als Logo gewählt. Damit komme ich zu dem zweiten Befund, über den ich heute berichten möchte. Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte. Im Jahre 2015 gab es hier eine Auseinandersetzung über den sogenannten Friedenspfad, weil dieser Friedenspfad quasi damals völlig unkritisch ein Foto oder ein Bild im Internet von diesem Denkmal geschaltet hatte und dieses Denkmal auch quasi mit einer ganz unkritischen Tafelinschrift versehen hatte. Im Zuge dessen kam es zu einer ziemlichen Auseinandersetzung in Lüneburg, in die auch die Staatsanwaltschaft involviert wurde. Und die Staatsanwaltschaft Lüneburg schrieb im Jahre 2015, soweit ich den mir zugänglichen historischen Quellen entnehmen konnte, ist durch die geschichtswissenschaftliche Forschung nicht belegt, dass gerade auch die 110. Infanteriedivision bzw. Angehörige dieser Division im März 1944 an Transport, Internierung und Ermordung von mindestens 9000 Zivilisten in dem bei der Ortschaft Osaritschi, Weißrussland, errichteten Lagerkomplex aktiv beteiligt gewesen wären. Das konnte man vor 2 Jahren in einer Schrift der Staatsanwaltschaft Lüneburg lesen. Nun haben wir uns aber nicht zuletzt auch im Seminar in diesem Semester intensiv mit dieser historischen Frage befasst, und ich kann Ihnen versichern, der empirische Tatbestand ist der folgende. Im Jahre 1944 wurden nach konservativer Schätzung mindestens 9000 Zivilisten, nach weißrussischer Schätzung jedoch nicht weniger als 20.000 Personen, und zwar Kranke, Alte, Behinderte, Frauen mit 2 Kindern unter 10 Jahren, allesamt als unnütze Esser eingestuft, Todesopfer durch Deportationen oder Überdeportationen durch Wehrmachtseinheiten in Zusammenarbeit mit einer SS-Division, mit einem Sonderkommando. Diese Deportationen wurden in 4 Lagern platziert im freien Feld. Es ist zwar in der Literatur von Konzentrationslagern die Rede, aber Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese Personen im freien Feld konzentriert wurden oder im Wald, nur sozusagen eingesperrt mit einem Stacheldrahtzaun.
auf dem Weg dorthin und in den Lagern sind binnen einer Woche nicht weniger als mindestens 9000 dieser Zivilisten entweder durch Verhungern oder durch Erfrieren oder teilweise auch durch Infektion mit Fleckfieber ermordet worden. Es handelt sich gemäß Militärhistoriker Professor Dieter Pohl, der auch ausdrücklich auf die Beteiligung dieser 110. Infanteriedivision verweist in seiner Habilitation um, ich zitiere, eines der schwersten Verbrechen der deutschen Wehrmacht gegen Zivilisten überhaupt. Und dieser Umstand ist in Lüneburg so gut wie nicht zur Kenntnis genommen worden. Selbst die Staatsanwaltschaft hat noch 2015 diesen Sachverhalt negiert. Damit Sie sich das ein wenig vorstellen können, wie diese Lager ausgesehen haben und diese Deportationen, hier ein paar Bilder. Ich habe, da wir uns ja im Seminar damit beschäftigt haben und ich dieser Einschätzung der Staatsanwaltschaft aufgrund dessen, was ich gelesen hatte, nicht traute, ein Gutachten des führenden Militärhistorikers zu diesem Thema, Professor Rass von der Universität Osnabrück, angefordert. Und zwar nach der Öffnung der Ausstellung Hinterbühne, bei der mir quasi dieses Urteil überreicht wurde am 8.3.2017 von einem Nebenkläger des Auschwitz-Prozesses. Herr Rass war so freundlich, ein Gutachten sofort zu verfassen und ich zitiere die wichtigsten Passagen daraus. Die Beteiligung der Infanteriedivision 110 an Osaricy 1944 erstreckte sich im Gegensatz zur Einschätzung der Staatsanwaltschaft auf drei Felder. Die Deportation von rund 3000 Zivilistinnen, die Errichtung von insgesamt 4 Lagern, 2 Zwischen- und 2 Endlager bei geschätzten bis zu 3600 Toten im Bereich dieser Lüneburger 110. Division und schließlich auch die Zuweisung von 250 Personen an die ID 110, die zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. All das ist durch Dokumente belegt. Sie können das im Augenblick im Kunstraum sich ansehen. Abschließend ein paar Worte zu Lüneburg und seiner Erinnerungskultur. Unsere Recherchen ergaben, dass diese Division bzw. ihre Veteranen von der Stadt Lüneburg geradezu eingeladen wurden nach dem Krieg, und zwar im Rahmen der 1000-Jahr-Feier der Stadt im Jahre 1956, ein Mega-Event. Da sehen Sie, die 1000-jährige Stadt grüßt ihre Gäste, unterschrieben vom damaligen Oberbürgermeister Gravenhorst und vom Oberstadtdirektor, also von den Spitzen der Politik und der Verwaltung. Rat und Verwaltung der Stadt Lüneburg freuen sich, dass die 1000-Jahr-Feier unserer Stadt der ehemaligen 110. Infanteriedivision Anlass gab, ihr diesjähriges Treffen in unseren Mauern abzuhalten und so weiter und so fort. Mit Unterstützung der Stadt wurde dieses Denkmal errichtet am Gralwall, Ecke Springkindgut. Auf diesem Denkmal finden Sie den bemerkenswerten Satz, es sage keiner, dass unsere Gefallenen tot sind. Die Ausstellung, die wir hier eröffnet haben, am 8.3. hat unmittelbar zu Reaktionen geführt. Eine erste Reaktion war die Verhüllung des Denkmals. Am 8.3. am Abend noch. Eine zweite Intervention fand am 23.3. dieses Jahres statt mit folgender Inschrift: Keine Ehre für Mörder an Kindern, Frauen und Alten. Sie kennen vielleicht dieses Denkmal im Klamarpark. Dieses Denkmal wurde 1939 errichtet. Sie sehen hier das Ritual bei der Eröffnung. Zu diesem Denkmal gab es bereits verschiedene Interventionen. Die letzte im Jahre 2013, da wurde eine Reproduktion von Picassos Guernica vom Künstler Klaus Duval vorübergehend dort etabliert. Vorübergehend war auch der Reiter sozusagen zur Restauration abwesend. Mit diesem Bild werden wir in 2 Wochen die Ausstellung Hinterbühne 2 eröffnen.
im Hörsaal 3 der Leuphana. Bewusst gewählt der Tag, es ist der 80. Jahrestag der Bombardierung von Guernica unter Regie von Dr. Ingenieur Wolfram Freiherr von Richthofen am 26.04.1937. Der spätere Fliegergeneral und Generalfeldmarschall im Dienste Hitlers, der von 1938 bis zu seinem Tode 1945 seinen Wohnsitz mit seiner Familie in Lüneburg im Roten Feld hatte, war 1937 Stabschef der deutschen Legion Condor, völkerrechtswidrig eingesetzt im spanischen Bürgerkrieg. Und zum Abschluss ein Satz, der gewissermaßen eine Leitlinie der Kulturwissenschaften und ihrer reflexiven Erinnerungskultur ist. Er stammt von George Santayana, ein spanischer Immigrant, der als Philosoph in den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in die USA emigriert ist. Dieser Satz lautet: Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Ich lade Sie herzlich ein zur Eröffnung dieser Ausstellung am 26.04. in den Hörsaal 3 zu kommen. Dankeschön.